Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Ich bin gerade dabei, fleißig Videos für euch aufzuzeichnen und habe einfach mal jetzt auch neben den normalen Make-up und Schmink- und Haul-Videos eine weitere Idee gehabt gerade, weil sie mich persönlich betraf. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es für euch auch ganz praktisch, um zu wissen, vielleicht wusstet ihr das noch nicht? Ich habe zum Beispiel ab und zu trage ich auch mal besondere Ohrringe und ich habe mir auch schon mal das eine oder andere Paar gekauft und es war der Wurm drin. Ich habe dann einen Ohrring verloren, dann habe ich mir ein ähnliches Paar gekauft und habe dann auch den anderen Ohrring verloren, habe mich ganz doll geärgert. Bei vielen Ohrringen, die man kauft, sind sie schon dabei, aber nicht bei allen. Nämlich diese berühmten Ohrringstopper, die sind so aus, ja, Plastik, elastisches Plastik und die könnt ihr quasi von hinten so an den Ohrring, an diesen Haken ran machen. Und ja, nicht aber immer, wenn ihr solche Ohrringe kauft, sind diese Stopper dabei. Und ich wollte euch einfach nur wissen lassen, dass ihr diese auch online einzeln bestellen könnt. Ich habe jetzt für einen wirklich sehr geringen Preis, glaube 2 oder 3 Euro, habe ich 50 solcher Ohrringstopper bei Davanda erstanden und diese Stopper habe ich jetzt an meine sämtlichen Ohrringe, die alle so einen Haken haben, rangeflanscht. Und ja, jetzt kann ich sicher sein und aus dem Haus gehen und keine Angst haben mehr, dass ich diese Ohrringe verlieren würde oder einen davon, was immer sehr ärgerlich war für mich, weil ich auch irgendwie, man hängt ja dann doch teilweise an den Ohrringen. Und eine andere Geschichte, die ich euch auch noch erzählen wollte, wenn eure Ohrringe kaputt gehen. Ich hatte ein paar Ohrringe, das habe ich ungünstigerweise in meinem Portemonnaie aufbewahrt und diese Ohrringe hatten aber nicht solche Haken, sondern so ein Klappverschluss. Das Ganze sieht dann so aus. Das kann man dann sich ins Ohr einhängen und dann zuklappen. Und ich fand diesen Verschluss auch ganz toll, weil man natürlich auch die Ohrringe nicht verlieren kann dabei. Und ja, genau, das waren solche Ohrringe. Habe ich übrigens auch bei der Wanda bestellt. Und habe mich sehr darüber geärgert, weil nachdem ich das Portemonnaie wieder aufmachte, ich habe sie, glaube ich, auch etwas länger als einen Tag da drin gehabt, war dieser eine Haken oder diese Halterung war gebrochen. Und also diese hier vorne wird es so aufgebogen, wo diese Öse von dem Ohrring drin hängt. Und ja, das war irgendwie, hat sich das wahrscheinlich im Portemonnaie verbogen, aufgebogen und ist dann abgebrochen. Und dann habe ich gedacht, so, na, so ein Mist, jetzt kann ich die Ohrringe gar nicht mehr tragen und die sind hin. Also die Öse an sich am Ohrring war ja noch intakt. So, nicht Kontakt, sondern intakt. Und genau, und da habe ich mich auch darüber geärgert und habe mir gedacht, so, okay, was kann ich tun? Ich möchte diese Ohrringe weiter tragen. Und auch, oh Wunder, diese Klappverschlüsse kann man bei Lavanda bestellen. Die heißen dort Brisuren. Ich glaube, auch Klappverschluss könnt ihr auch suchen. Brisuren, oder ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, kann man dort auch einzeln bestellen in verschiedensten Ausführungen. Echt Silber, dann kosten die so um die 7 Euro zum Beispiel. Oder wenn ihr keinen echten Schmuck braucht, also vielleicht ist es für euch auch wenn ihr auf unechten Schmuck reagiert, eine Möglichkeit, dort echte Brisuren zu bestellen, also aus echtem Silber und die dann tragen könnt. Ich reagiere auch auf einige Inhaltsstoffe in den Ohrringen, also je nachdem, wie die verarbeitet sind, kann mein Ohr auch manchmal sich darüber beschweren. Und das ist natürlich die tolle Gelegenheit, da echte Silberbrisuren zu bestellen und natürlich auch Ohrringhaken. Das gibt es natürlich auch alles einzeln. Und jetzt habe ich halt gerade diese Woche genau diese Ohrringstopper bekommen und diese Brisuren. Habe gerade diese Brisuren, die kann man nämlich auch aufbiegen. Ich habe eine kleine Zange und damit habe ich ein bisschen rumgefröbelt und jetzt wieder mein Ohrringpaar hergestellt und kann wieder beide tragen. Bin glücklich. Jetzt war die Farbe nicht hundertprozentig zutreffend und ich habe gerade gesehen, ich habe, ah nee, du warst doch richtig rum. Ich habe gedacht, ich habe sie gerade falsch rum eingesetzt und jetzt kann ich sie wieder tragen. Jetzt sind hier noch ziemlich silbern und hell, also gibt es auch verschiedene Farben, also nicht nur Silber, sondern auch in Gold und alte, antike, wirkende Brisuren. Und jetzt sind die zwar noch sehr hell, aber die sind versilbert. Und ich hoffe, dass ich dann also dieses helle Silber bald etwas dunkeln wird und dann auch zum Rest des Ohrrings passen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt wieder diese Ohrringe tragen kann. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch weitergeholfen. Und dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!